Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 37. Die Nacht ist in wenigen Sekunden vorbei. Ich habe eine Menge gemeinert, Leute. Ich habe hier die Bestände aufgefüllt. Hier läuft eine Menge Zement durch. Hier läuft auch noch einiges an Eisen durch. Fast 6000 waren es. Da ist das erleichternde Geräusch. Hier, guckt es euch an. Unsere wunderschöne Werkbank. Ich habe ein bisschen Öl durchcraften lassen. Das hilft vielleicht noch für die Klingenfallen. Und ein paar Benzinkanister natürlich. Hier läuft Zement durch. Also alles bestens. Haben wir noch Zement? Ne, haben wir gerade nicht. Dann stellen wir das zurück. Und hier stelle ich schon mal ein paar Klingenfallen her. Das Rolltor passt hier leider nicht rein. Ich glaube, wir müssen auf das Elektrische warten. Aber dann ist das halt später so. Und hier habe ich uns noch ein bisschen was zu essen gegönnt. Gibt jetzt Fischtacos. Aber ich würde mir zum Frühstück erstmal schön Shepard reinziehen. Könnte, glaube ich, ganz gut kommen. Ich hatte Trinken noch gemacht, aber das würde ich ganz gern austauschen wollen gegen das hier. Ja, wir müssen demnächst Kaffee pflanzen. Aber jetzt ist erstmal Quest angesagt. Zuerst starten wir mit der Vierer-Quest, die wir gestern angenommen haben. Die ist nur 600 Meter weg. Die möchte ich ganz gern mit euch durchjuckeln. Mal gucken, wie das wird. Bin sehr gespannt. Dann können wir schon mal anfangen, die Hordenbase zu reparieren. Da fehlt ja auch noch einiges. Wieso ist das kaputt? Ein klein bisschen ist mir in unserer Mine zusammengebrochen. Aber nicht so viel. Also alles gut. War nur klitzekleines bisschen. Aber so langsam merke ich, okay, ich baue da ganz schön weit was aus. Und jetzt bin ich ein bisschen weitergezogen. Funktioniert auch. So, dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir jetzt schnellstmöglich. Wie weit sind wir eigentlich beim Motorrad? Fahrzeuge 26, wir brauchen 45, 19 Bücher noch. Ach du Schande. Das wird ja noch ein Späßchen. Das wird ja noch ein viel Späßchen. Na gut, wir können auch noch eine Menge mehr Sachen herstellen. Vielleicht müssen wir irgendwann einen Punkt verwenden dafür noch. Das heißt, irgendwann, vielleicht machen wir das. Miezekatz. Wir haben eh noch zwei Punkte. Ja. Aber die würde ich jetzt erstmal ganz gern noch in die. Nee, die Donnerbüchse haben wir schon. Wir können sie einmal in die schwere Rüstung reinmachen. Und lass uns einmal. Mechaniker kann ich gar nicht. Ja, lass einmal hier reinmachen. Wir gehen einmal in den Mechaniker rein. Ich brauche da mehr Bücher, ich brauche die schneller, ich brauche das Motorrad. Leute, wir kommen langsam wieder zu langsam voran. Wenn wir auch demnächst in die Wüste ziehen wollen, um da ein bisschen unseren Sprit durchzuziehen, dann wird es ein weiter Weg. Das ist ein Shotgun-Messiah und das kenne ich sogar noch. Das ist zum Schluss richtig übel. Oh, ich glaube, das wird ein Spaß. Ich glaube, das wird ein Spaß. Okay, hier ist erstmal nichts, dann können wir erstmal in Ruhe looten. Hier ist natürlich ein bisschen Material, ne? Lehm. Hier ist eine ganze Menge Lehm. Das sollte ich vielleicht mitnehmen. Nur zur Sicherheit. Die ist ja schnell abgebaut. Ist auch noch was. Also, das Gebäude ist nicht riesengroß, das kenne ich, wie gesagt. Aber es kann heftig werden. Gerade diese Endwelle ist übel. Boah, mal gucken. Vorräte müssen wir holen. Und einmal säubern. Hier müsste es gleich losgehen. Das draußen. Ruhe da. Wir haben hier Wichtigeres zu tun, mein Freund. Da kannst du jetzt nicht stören, bitte. Wieso ist da verschlossen? Haben sie es geändert, das Gebäude? Da oben ist eine Kiste. Das kenne ich so noch gar nicht. Ich glaube, ein bisschen haben sie es verändert.
Ja, nehme ich. Den Schrank nehmen wir natürlich auch gern mit. Einmal hatten wir ja bisher Glück mit der automatischen Schrotflinte. Mal gucken, vielleicht haben wir nochmal irgendwann ein bisschen mehr Glück. Haben wir noch 47, muss ich irgendwann auch nochmal welche herstellen. Und dann wird das auch laufen. Da muss ich es halt nicht jedes Mal aufschlagen. Wobei das natürlich irgendwann mit den 6er-Stahldingern auch gut wird, mit dem Aufschlagen. Okay, das Shotgun-Messiah, sehr, sehr cool. Hier ist alles schon offen. Okay. Ein Hüpfer. Ein grüner Hüpfer. Irgendwas haut hier von draußen ran. Vielleicht sollten wir danach die Autos noch mitnehmen. Vor dem Ding stehen, glaube ich, immer Autos rum, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber diese grünen Hüpfer, ich treffe die nie am Kopf. Habe ich nachgeladen? Habe ich. Aber looten wir den Spaß hier erstmal durch. Sind ja alles wichtige Materialien, die wir brauchen. Schon bin ich überlastet. Ja, muss er gleich mal ausladen. Ihrer Messer, das haben wir. Warte mal. Ah, das Buch. Alles klar. Ich dachte, das wäre ein fertiges. Das wäre krass gewesen. Plünderhut, Räuberstiefel. Ja, wir laden gleich einmal aus. Ein Käffchen. Schon sind wir wieder komplett überfüllt. Das ist so krass, was du hier alles looten kannst. Wir sind voll. Ein Auto steht hier. Ja, das können wir nachher noch abbauen. Und wieder rein. Wenn der Loot hier... Gibt es hier drin eigentlich eine andere Game Stage dann? Lass mal die abschließen hier. Ne, ist die gleiche Game Stage hier drin. Sowas mag ich hier zu looten. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Dinger ganz cool. Dreier Machete. Nochmal der Plünderer. Oh, was ist das denn? Ach, so ein Einser. Den haben wir jetzt schon. Stimmt, die können wir auch zerlegen, ne? Aber dann zerlegen wir alles. Und ich glaube, du findest mit Absicht hier relativ viel Munition, weil du wahrscheinlich gleich einen Gebrauch brauchen wirst. So, kommt der erste spannende Teil. Jetzt müssten von da gleich welche kommen und dahinter geht's richtig ab. Da kommen sie schon. Double Kill. Hallöchen. Okay, das sieht sich noch an Grenzen. Ich frage mich nur, wo die Vorräte sind. Was kriegt man hier nicht raus? Eisen. Dahinter knurrt es. Ich muss immer zwischendurch ein paar Screenshots machen, sorry.
Ja, die Vorräte sind da hinten drin. Mann. Guck dich das hier an, ey. Oh oh, ich konnte nie darüber springen. Wow, 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 bleib locker. Wir sind auch infiziert. Okay, ich glaube, die Großen haben wir. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Das ist die einzig krasse Sache hier bei dieser Quest. Die letzte Welle. Schlagschrauber. Stufe 1. Nice. Hi. Ich muss sagen, unsere Rüstung hat sich sowas von ausgezahlt. Ja, das Ding ist unten. Dann gehen wir hier mal ganz strukturiert durch. Leben soll ich einpacken. War ja schon mal besprochen. So. Hier oben auch noch was. Nur ein paar Hopfensamen. Warum auch immer die hier oben drin sind. Da ist der Loot. Hier haben wir noch Sprit. Und ein Einzel haben wir hier noch. Das ist kein Loot. Oh, Öl. Richtig gut. Dubidubidu. Ja, sehr, sehr schön. Endlich mal das erste Shotgun-Missile wieder gemacht. Ich finde das mal ganz cool, dieses Gebäude eigentlich. Wo versteckst du dich? Da bist du. Yay! Zweite Vierer abgeschlossen. Zu gut. Gut irgendwie. Ja gut, die kloppen jetzt von außen da rein. Öl, ganz geil. Dann durchsuchen wir das ganze Zeug hier noch. Und dann gehen wir uns, machen wir uns an den Endloot ran. Und danach werden wir die Hornbase noch reparieren. Ist ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu tun. Warum ist denn das jetzt zu? Der ist noch nicht mal fertig hier. Den könnte man ja abbauen, ne? Vielleicht nicht mit der Schaufel. Aber sind schon sehr, sehr voll. Komm, lass mal. Wir müssen auch den Endloot looten. Okay, ich glaube dann... Hier ist noch Sprit, aber dann haben wir es. Man kann das hier, glaube ich, auch ganz gut in die Luft jagen, dieses Gebäude. Damit du auch ein paar Zombies tötest. Und auf diese Fässer schießt.
So, was haben wir hier Schönes drin? Ein Revolver. Und drei Shotgun-Missile-Kisten müssen das immer sein. Speerstahlteile, das juckt mich nicht. Knüppelteile juckt mich auch nicht. Und das will ich haben. Dafür kommt das Sandwich raus. Gut. Cool. Endblut. Yay. Na? Na? Wow. Das können wir kaputt machen. Kartoffelsamen stellen wir uns her. Pilzsamen würde ich mit dem Stahlknüppelteil kommen raus. Dann machen wir es so. Und Maismehl kommt auch raus. Machen wir so. Das Verrottete kommt auch raus. Ja, alles klar. Coole Nummer. Geil. Sehr schön. Das hat es doch gelohnt. Händler hat da auch Reset. Da können wir gleich nochmal kurz in sein Angebot reingucken. Ja, ich weiß, du bist völlig außer Atem. Es tut mir ja leid. Guck, ob wir noch was reinladen können. Das war ja diesmal doch ein bisschen mehr. Ja, sehr, sehr schön. Für nächsten Tag würde ich sagen, nehmen wir wieder eine Vierer an. Dann behalten wir das erstmal so bei, dass wir eine Vierer machen. Dann wieder bis an der Hornbase rumbasteln. Ich werde nachts wieder Miner gehen, damit das einfach durchproduziert ohne Ende. Sodass wir für die nächste Hornbase dann genug Materialien haben. Der Käfig muss ja auch noch fertig gemacht werden. Der Gang zum Reparieren auf jeden Fall auch. Plus das kleine neue Ding sozusagen, womit wir die Demolisher irgendwie abfangen, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie man es jetzt betiteln soll. Wir haben jetzt ja einmal unseren Käfig sozusagen, dann den Schredder davor. Und dann kann man vielleicht das sagen als Sortierer. Keine Ahnung. Mal gucken. Hui! Das könnte, glaube ich, so die Richtung werden. Der wird dann quasi so, also bisher hatten wir es immer straight so und den Sortierer machen wir so dazwischen und dann geht der Weg so die Richtung. Und dann kann man da noch weitere Gebäude anbauen. Vielleicht noch einen Schredder davor, als ersten Schredder, vielleicht ein bisschen größer, dass sie vielleicht noch ein bisschen so hin und her kraxeln müssen und da kaputt gehen. Mal gucken. So, dass vielleicht irgendwann nichts mehr bei uns ankommt und wir vielleicht außer Base vielleicht irgendwann mit dem Scharfschützengewehr stehen können und schießen können. Ja, da hätte ich auch Bock zu. Dass wir einfach sicher sind. Sicherheit geht hier vor. Ich meine, die letzte Horden-Nacht war im Vergleich zu davor langweilig, aber sie war effektiv. Muss ja auch gucken, dass ich nicht allzu viel Munition verbrauche. Und das, die Horden werden ja auch immer schlimmer. Und ab einem gewissen Punkt will ich auch die Horden-Nächte nochmal höher stellen. Bisher haben wir, glaube ich, 12 Zombies eingestellt. Mal gucken, kann man ja auch noch erhöhen. Jo, Alter, das ist ja mal gar nichts. Wieso kriege ich für die Vierer nur so einen Mist? Na gut, was haben wir denn noch? Machete, eine Pumpgun. Vierer natürlich auch nicht schlecht. Schrotflinte, Drosselung, Eisen, Stahl, Blase bei Clownhammer, Farming, Forge Ahead. Vehikel, die holen wir uns. Eine Drohne kommt ja irgendwann auch nochmal dazu, ne? Benzin, Thunfisch, Wildbrät-Eintopf, Kartoffelsaat. Klebeband. Sollten wir uns kaufen. Schrotflintenteile, Rüstungsteile, Maschinengewehrteile. Ein 5er Schlagschrauber. 9000. Und hier sind die Dartpfeilen. Genau die meine ich. Oh, ein Geschütz.
Ein Geschütz. Oh, warum habe ich das jetzt ausgegeben dafür? So ein Mist aber auch. Der hat ganz geile Sachen. Keep it coming. Okay, cool. Würde ich sagen, laden wir aus. Ich muss da Antibiotika schlucken, sonst haben wir ein Problem. Ausladen, reparieren. Mal unsere Kohle checken. So viel haben wir ja nicht, ne? Aber wir brauchen jetzt auch keinen weiteren Schmelztiegel. Stahl kriegen wir aus dem einen erstmal raus. Einer reicht mir erstmal. Egal, wir kommen gut voran. Nach und nach. Aber so ein Geschütz vor der Base? Das wäre schon was Feines. Das Ding wieder ausladen. Das Ding natürlich ausladen. Huch. So, einmal das nehmen bitte. Und Vitamintablettchen. Und dann fangen wir an auszuladen. Oh, wir haben 500 Leben gekriegt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, wir haben gar nichts. Ich könnte vielleicht morgen mal die Schatzkarte machen. Stahl nochmal 63, sehr schön. Zement nochmal 700. Wird durchgekloppt. Wird alles durchgekloppt. Hier packe ich jetzt die auch mal rein, genau wie die Mods. Weil alles einfach voll ist, leider. Es wird. So, dann den Rest noch ausladen. Wir haben keine neue Quest angenommen, ne? Gucken wir morgen. Dann gucken wir morgen früh erstmal zum Händler. Und sehen dann weiter. Schwupp, schwupp. Das weg. Oh, ich muss da wieder alles anstellen, ne? Das Ding werden wir gleich brauchen. Hier brauchen wir neuen Beton. Also müssen wir uns noch Zement holen. Ja, guck mal, wie viel Betonmischung wir haben. Das ist richtig, richtig gut. Klebeband haben wir auch. Stahl läuft auch durch. Ein Drop. Boah, wollen wir den holen erstmal? Da können wir wann anders reparieren. Ja, würde ich sagen. Wir können ja Beton schon mal mitnehmen. Ganze Menge an Beton. Wo ist denn der Drop? 300 Meter nur. Geil. Ja, nehmen wir. Wow, was ist denn hier passiert? Die haben sich versucht... Ach nee, das war ich. Stimmt, ich habe versucht, nach Lehm zu graben. Ich dachte, sie hätten sich hier runtergegraben in meine Mine. Boah. Ein bisschen glücklich. So ein Zeitschriftpaket würde ich nehmen und vielleicht... ein Fallenpaket oder sowas. So die Richtung, das wäre geil. Ein Essenspaket natürlich auch gern. Ja, da ist ein bisschen länger Ruhe. Ah, Beete sind auch okay. Essen ist drin. Zeitschriften. Und nochmal zwei Beete. Drei Beete sind das, glaube ich, immer. Ja, brüll ruhig.
Das macht mir nichts. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal schnell das Ding ein bisschen reparieren. Und dann können wir am nächsten Tag schön weitermachen. Hier entlang. Oh, kommen wir da durch? Knapp. Aber es hat funktioniert. Fast mal ein Loch erwischt. Und hier müsste ich auch mal zumachen. Das wird jetzt ein Spaß. Jetzt wird richtig schön geknüppelt. Klack, 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 klack. Das sieht aber alles. Hier war was kaputt. Die haben es ja sogar rausgeschlagen, ne? Einmal grundlegend reparieren. Schön Standbeine hier. Ja, ich glaube, dann werde ich wieder Klötze machen. Witzig, dass die hier drin gehalten hat, beziehungsweise noch da ist. Sieht doch sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Die hat auch gut gehalten. Dann werden wir Blöcke herstellen, würde ich sagen. Ja, das aus Stahl ist nicht so wild. Cool. Na, das hat nicht gereicht. Schade. Haben wir gar nicht so viel verbraucht. Was haben wir denn jetzt hier drin gehabt? Matt, das und Tech Planet. Und natürlich auch wieder dreimal Beete. Was zu essen. Ein Goldrutentee. Ach, von den ziehen wir uns rein. Und dann können wir oben nochmal schnell die Beete aufstellen. Und die Samen reinpacken. Will ich damit gleich Blöcke anstellen? Ach cool, wir können ja auch noch Beete hinmachen. Oh. Noch einmal Mais rein. Aloe. Oh, ein paar Kartoffeln. Ja, mecker nicht. Gut, dann kann das hier wieder hin. So, Betonblöcke. Wie viel könnten wir machen? 271. Na komm, wir stellen die jetzt her. Wir machen ja eh noch Beton zum Aufwerten, den Rest. Ist doch ganz geil, kommen wir gut voran. Haben die Vierer-Quest abgeschlossen. Müssen dann jetzt mal gucken, ob wir was verkaufen können. Rüstung, können wir das... Guck mal, die Einser, die können wir doch schreddern, oder? Und die Zweier. Das juckt doch nun wirklich keinen. Ne? Und dann können wir uns auch mal dieses Bergbauzeug machen. Bergbau. Was kriegen wir damit? Knackst du Felsen wie ein Profi, bringe die Abnutzung von Zeug, erhöht den Ertrag,
Ja, können wir uns irgendwann mal herstellen, wenn wir Bock haben. Das können wir auf jeden Fall machen. Jetzt hatte ich nur eine Sache noch. Habe ich sie vergessen? Wow, so schnell geht's. So schnell wird man vergesslich. Ach, genau. Stahl. Spitzhacke. Wir können die Fünfer schon machen, aber dafür stehen uns diese Stahlwerkzeugteile und davon haben wir nur zwei, leider. Ja. Das Einzige, woran wir wirklich wenig haben. Den Rest haben wir überall. Stimmt, das war das. Naja, coole Geschichte, ihr Lieben. Ihr wisst, wie es weitergeht. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Vierer-Quest. Ich gehe vielleicht nochmal ein bisschen minern, bereite das nochmal alles ein bisschen vor. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.